Ich möchte heute Morgen mit euch fortfahren in einem Thema, in dem ich bereits begonnen habe. Ich habe bei der Vorbereitung so gemerkt, die Geschichte um Elia, die sollte uns noch ein bisschen länger begleiten, weil diese Person, die wird so detailreich und spannend beschrieben. Und ich glaube, dass wir zwischen den Zeilen viel für unseren Alltag lösen können. Und deswegen werde ich da mal eine Reihe von Gestalten, immer wenn ich eingeteilt bin, dann wird uns Elia folglich so ein bisschen beschäftigen noch. Übrigens, es ist deswegen richtig zu sagen, wir beschäftigen uns mit Elia und nicht mit einem Propheten, wie es gerade hieß, wir beschäftigen uns mit diesem Propheten, sondern der Selbstanspruch eines Propheten sollte immer sein, man schert sich um das Wort Gottes und nicht um sich selbst. Das ist auch immer ein guter Lackmustest, was Prophetie anbelangt. Ein Prophet, der nur von sich selber spricht, den kannst du in der Pfeife rauchen. Jemand, der einfach weitergibt, was Gott ihm gibt, das ist ernst zu nehmen. Das ist immer so ein guter Lackmustest, woran man jemanden erkennen kann, der Gottes Wort weitergibt. Und ich möchte mit euch einfach mal in die Fortsetzung gehen von dem, was wir letztens gehört haben. Ich nehme euch mal mit in das, was bisher geschah. Elia ging zum König Ahab. Und das war der Regierungschef des Nordreichs von Israel mit dem Hauptsitz in Samaria. Das ist westlich vom Jordan, oben. Und Ahab wird eine Katastrophe vorausgesagt. Elia sagt ihm, es wird nicht regnen, bis ich es wieder ansage. Und König Ahab, das war ein böser Regierungschef. Er war ein intriganter Machtmensch und er war verheiratet mit einer genauso düsteren Figur. Das war die Isabel. Und wer Elia mal gelesen hat, der wird auch zwangsläufig Bekanntschaft mit diesem Königspaar gemacht haben. Elia sagt eine Katastrophe voraus und sie trifft ein. Und jetzt flieht Elia auf Gottes Ansage an einen Ort jenseits des Jordans und wird von Gott auf wundersame Art und Weise versorgt. Das ist das, was wir letztes Mal hörten. Und das Ganze dauert gut 2 Jahre, löst sich jetzt auf. Und man kann als Leser meinen, es handelt sich um einen 2-jährigen Lockdown. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Elia wird sprichwörtlich aus dem Gefecht genommen. Er wird richtig auf ein Abstellgleis, so fühlt sich das an, gesetzt. Und interessanterweise wird er nicht einen Tag an der Dürre leiden, die er selbst ansagen sollte. Nicht einen Tag. Gott versorgt ihn und bringt ihn durch. Und nun kehrt er zurück in 1. Könige 18. Ich lese ab Vers 1. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. König Ahab ließ unterdessen seinen Palastverwalter Obadja zu sich rufen, ein Mann, der große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Und ihr Lieben, da klingelt es vielleicht bei einigen von euch. Wer war das denn nochmal? Wer war Obadja? Und Bibelleser und Konfis wissen mehr. Sogar ein Buch in der Bibel wurde nach diesem Propheten benannt. Und dieser Prophet Obadja war auch Palastverwalter dieses schauderhaften Königs. Und er hatte so seinen Kummer mit ihm. Ist doch klar. Er war gläubig und sein Herz hing an Gott. Und er wusste um die Bedeutung Israels und er wusste, dass Gott in besonderer Weise in diesem Land regieren möchte, etwas Besonderes mit diesem Land vorhat. Aber aufgrund der aktuellen Situation rückte das in weite Ferne. Und damit meine ich nicht die Hungersnot, das war nur die Folge des Ungehorsams von Ahab und Isabel. Die Sanktion war nicht das Problem. Das Problem war diese schlechte Regierung, die Verantwortung so schlecht getragen haben über das, was doch Gottes ist. Und sein Umfeld, also Obadjas Umfeld, konnte nichts mit seinem Gottglauben anfangen. Und das ist ja manchmal heute auch nicht anders. Das ist ja manchmal so, man glaubt an Gott, aber der Alltag spiegelt das nicht in Glanz und Gloria wider.
Vielleicht geht's dir auch so. Der Chef kann zu einem echten Stressor werden. Oder Arbeitskollegen, Vorgesetzte, vielleicht auch Nachbarn, die unausstehlich sind. Der Alltag spiegelt das nicht immer wieder, dass wir die Fülle in Christus haben. Und manchmal stehe ich morgens auf und mir wird eher mein schlechter Atem gewahr, als dass ich die Fülle in Christus habe. Das ist so. Da trifft der aktuelle Alltag das, was in der Bibel steht, und es lässt sich manchmal nicht auf Linie bringen. Es ist eine Spannung, in der wir leben. Seien es Ungerechtigkeiten oder Mobbing am Arbeitsplatz oder einfach Fehlentscheidungen deines Vorgesetzten oder deines Chefs, die lieber nicht angesprochen werden sollten. Da ist Obadja. So lebt Obadja gerade. Obadja ist gläubig und er erträgt das alles. Und er nutzt seine Stellung, um Sinnvolles zu tun. Und hört mal, er leitet eine Art Tafelarbeit. Das ist quasi nicht die Elmshorner Tafel, wie die wir hier beherbergen, sondern die samarianische. Ist das richtig gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Diese Tafelarbeit leitet er, und das in einer ganz besonderen Art und Weise. Wie schon gesagt, er ist ja auch ein Buchautor der Bibel und schließt sein kurzes Buch mit einer Prophezeiung Gottes. Obadja 1, Vers 21. Da sagt Obadja: Befreier werden nach Jerusalem auf den Berg Zion kommen und über das Bergland der Edomiter herrschen. Ich, der Herr, aber werde König sein. Das sagt Gott durch diesen Propheten Obadja. Und bei Obadja muss das auf große Sehnsucht gestoßen sein. Als er das sagen durfte, das muss ihm leicht von den Lippen gegangen sein. Gott, das riecht nach Erlösung. Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Aber hier und jetzt ist Obadja ein Handlanger und ein Bediensteter seines Königs. Aber mit einem gehörigen Schalk im Nacken, denn er nutzt seine Möglichkeiten für das Gute. Und wir lesen und lernen ab Vers 4. Als damals Königin Isabel, das ist die Frau von Ahab, alle Propheten des Herrn beseitigen wollte, hatte er 100 von ihnen in 2 Höhlen versteckt. Also Obadja. Je 50 in einer und sie mit Wasser und Brot versorgt. Ahab befahl nun Obadja: Geh durch das Land zu allen Quellen und Bächen. Vielleicht gibt es dort noch etwas Gras, mit dem wir zumindest einige unserer Pferde und Maultiere durchbringen können. Was für eine Geschichte. Obadja hat seine Geschwister versteckt vor seiner Königin. Das ist delikat. Ist das legal? Ist das illegal? Ist das vielleicht sogar egal? Wie auch immer, er hat es getan, ist so. Und die Bibel versorgt uns hier mit einem kleinen Schatz. Wer, wisst ihr, während König Ahab Obadja losschickt in Vers 5, um irgendwie an ausgetrockneten Bachufern und ausgetrockneten Quellen nach dem ein oder anderen Grasbüschel zu suchen, versorgt Obadja mal eben 100 Propheten mit Wasser und Brot. Das ist krass. Der König mit all seiner Macht, Ahab, versucht Leben zu retten, wo es zu retten ist, und sucht nach dem ein oder anderen Büschel. Und Obadja versorgt mal eben 100 Leute in seiner Tafel mit Brot und Wasser. Der König Ahab ringt um Hilfe und Obadja versorgt einfach. Und wir lesen nicht, wie er das gemacht hat. Ist einfach so. Warum? Weil Gott es kann. Die Bibel erklärt es so, Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das gibt's heute immer noch. Ich habe gestern die Holsteiner Allgemeine gelesen, von Matti gelesen, der Elmshorner Tafel. Entgegen des Landestrends dürfen wir wirklich von Segnung sprechen, dass es der Tafel wirklich sehr gut geht. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist ein absolutes Geschenk, dass man sowas herolden darf. Nein, danke, es geht uns gut. Ja, es mag Trends geben, aber jetzt geht's. Das ist Gnade. Das ist das, was wir hier lesen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht dieser widrigen Umstände, dass Tafeln momentan nicht gut getragen werden. Aber wir werden versorgt. Und er schenkt uns nicht nur ein, er schenkt uns voll ein.
So ist Gott. Aber machen wir uns nichts vor, für Obadja muss das eine wahnsinnige Logistik gewesen sein. Wenn du 100 Propheten undercover versorgen willst und du bist Palastverwalter und Krisenmanager und die Krise war ja da, dann kannst du nicht 2-3 Mal die Woche mit Sack und Pack in 2 Höhlen dich verstecken und Leute versorgen. Ich stelle mir so vor, wie er so größere Rationen alle 2 Wochen vorbeigebracht hat. Matti ist jetzt nicht da. Ich würde gerne mal fragen, wie das aussehen müsste, wenn man 100 Leute versorgt mit Rationen für 2 Wochen. Das wäre mit Sicherheit sportlich. Und die Krise ist im Land vorhanden und Obadja, der macht seinen Job. Der hatte keine Langeweile, dieser Mann. Und diese kleine Notiz der Bibel nimmt uns direkt mit hinein. Gott versorgt auf einmalige Art und Weise. Lieber Christ, du kannst in der Wüste leben, du kannst Trockenheit um dich herum haben, die ganzen widrigen Umstände um dich herum haben, ein schlechtes Arbeitsklima, ein Chef zum Weglaufen, aber Gott versorgt, er trägt dich durch. Gott hat Mittel und Wege, von denen ahnen wir nichts, aber sie sind da. Und immer wieder gibt es Fingerzeige in der Bibel, wo wir sie verorten können. Vers 6. Ahab und Obadja sprachen sich ab, wer welche Teile des Landes durchstreifen sollte, und brachen dann auf. Obadja ließ sich von Gott gebrauchen und ist derweil in dem Königreich Ahabs ein bedeutender Minister geworden, will ich meinen. Wenn du so im Zweiergespräch mit deinem König darüber berätst, wie du eine Krise abwenden kannst, dann ist das face to face, dann ist das schon recht nah, eine gute Zweierschaft, würde ich fast sagen. Das ist eine intime Kleingruppe, sag ich mal. Und wenn du so gemeinsam Gegenmaßnahmen entwickelst, dann, ja, das hat schon was Ministerhaftes, würde ich behaupten. Und dann heißt es in Vers 7, Obadja war noch nicht lange unterwegs, als ihm Elia entgegenkam. Obadja erkannte den Propheten sofort, warf sich vor ihm zu Boden und fragte, bist du es wirklich, Elia, mein Herr? Ja, ich bin es, antwortete Elia. Geh sofort zurück und melde deinem Herrn, dass ich wieder da bin. Wie krass ist das? Obadja, der hat derweil Karriere gemacht. Er ist im Inner Circle der Regierung angekommen. Und er tut ja auch eine Menge für Gott. Und vielleicht hätte er meinen können, ach, jetzt belohnt mich Gott auch ein Stück weit für diese Treue. Und er dürfte jetzt Karriere machen. Aber mit einem Regierungsauftrag für die Innenpolitik, so als Innenminister und die Vollmacht des Königshauses im Gepäck, das erinnert mich ein bisschen an Josef, der ja auch Karriere machen durfte, aber um Volk Gottes, um seine Geschwister zu stärken. Das war der Plan Gottes. Eine klare Doppelbelastung für Obadja. Auf der einen Seite die Versorgung des Volkes herstellen und auf der anderen Seite 100 Propheten versorgen, eine Gemeinde versorgen. Das gefährliche Doppelleben eines Undercover. Und jetzt begegnet ihm Elia, der in einer noch höheren Liga spielt als er. Dieser ist nämlich ausschließlich Prophet Gottes. Das heißt, er steht auf keinem Lohnzettel. Er ist unabhängig von Menschen und er ist 100% abhängig von Wort und Tat Gottes. Elia kannte nie einen Plan B. Er musste das Wort aus Gottes Mund abgreifen und damit wirtschaften. Und deswegen ist er ein großer Prophet gewesen, dem sogar Obadja so ehrt. Elia hat seine Kleidung und einen Mantel, von dem hören wir später noch, mehr nicht. Und Obadjas Reaktion zeugt vom höchsten Respekt. Er erkennt diesen Mann sofort. In ein paar Jahren wird Obadja übrigens Prophetenschüler des Elia werden, aber das kommt beim übernächsten Mal. Obadja wird sicherlich jetzt hoffen, der Elia, der hat eine Lösung. Das war bis jetzt immer so. Immer wenn Elia das Feld betreten hat, dann war Gott da. Oder viel besser gesagt, immer wenn Gott da war, dann war auch Elia da. Das ist eine wichtige Reihenfolge. Elia hatte immer etwas zu verkündigen, was Lösung Gottes in sich trug. Er hatte immer Gottes Reden, Gottes Antwort dabei.
Und deswegen freut sich Obadja, dass er da ist. Aber dieser Vers, gerade den wir gelesen haben, sagt deinem König, dass ich wieder da bin. Der beunruhigt Obadja. Vers 9, Obadja stöhnte. Was habe ich verbrochen, dass du mir einen solchen Auftrag gibst? Ahab bringt mich um, wenn ich ihm das sage. Bei dem Herrn, deinem Gott, schwöre ich, er hat dich überall suchen lassen. In alle Länder und Königreiche schickte er seine Leute. Erhielten sie zur Antwort, Elia ist nicht bei uns. Dann musste das Volk jeweils schwören, dich wirklich nicht gefunden zu haben. Und nun soll ich einfach zum König gehen und ihm sagen, Elia ist da. Was ist, wenn der Geist des Herrn dich in der Zwischenzeit entrückt und ich weiß nicht wohin? Ahab wird mich umbringen, wenn ich ihm das sage, dass ich dich gesehen habe, er dich dann aber nicht findet. Dabei habe ich doch von Jugend an nur den Herrn als mein Gott verehrt. Ihr bemerkt es sicherlich, aus Obadja spricht die blanke Angst. Er wird in seinem Lebensentwurf hart unterbrochen. Das passiert auch Männern und Frauen Gottes. Das gibt's überall, das ist international. Wenn Gott unterbricht, kann das manchmal sehr ungemütlich werden. Und vor allen Dingen hat Obadja bis hierhin auch alles richtig gemacht. Ein treuer Diener Gottes, aber auch ein treuer Diener seines Chefs, seines Königs. Und er hat Glauben und Alltag irgendwie auf eine Linie bekommen. Und das ist ja bis heute manchmal ein richtiger Angang, das hinzukriegen. Kennt ihr das auch? Soweit war alles gut und Obadja ist ein verdienter, treuer Mann. Und nun kommt es zu einem Auftrag, der ihm richtig Angst bereitet. Und irgendwie will er Elia andeuten, dass er das so nicht verdient hat. Sein letzter Versuch mit Fishing for Compliments, das liest sich fast schon ein bisschen mit Mitleid. Hört mal. Hat dir niemand berichtet, was ich riskiert habe, als Isabel alle Propheten des Herrn umbringen ließ? In zwei Höhlen habe ich hier 50 Propheten versteckt und sie mit Brot und Wasser versorgt. Und nun soll ich zu Ahab gehen und ihm melden, Elia ist wieder da. Bestimmt bringt er mich um. Ich bekomme jetzt Mitleid mit ihm. Ihr lest es ja selbst. Obadja braucht jetzt Hilfe eines großen Bruders, die Hilfe eines geistlichen Vaters. Es spricht seine Angst. Dreimal spricht er sie in 5 Versen aus. Dreimal sagt er, König Ahab wird mich umbringen. Und nun braucht Obadja Ermutigung. Wer Obadja mal näher anschaut, der weiß, dass er das auch später mit Gehorsam getan hätte. Hätte er diesen Moment einfach mal, hätte er drüber geschlafen, er hätte es gemacht, bin ich mir sicher. Aber trotzdem greift Elia zu einer Geste der Vertrautheit und hilft seinem Prophetenkollegen damit enorm. Vers 15, da entgegnete Elia, ich schwöre dir bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene, dass ich mich noch heute dem König zeige. Da kehrte Obadja um und brachte Ahab die Nachricht, der brach seine Suche sofort ab und ging Elia entgegen. Ich verspreche euch, das wird episch. Und ich freue mich jetzt schon. Ich muss zusehen, dass ich nichts spoiler, weil das ist wirklich heftig, was dann passieren wird. Heute aber nur bis hierher. Was ich mich jetzt frage über diesen Text ist, warum um alles in der Welt kann Elia schwören und behaupten, dass er Ahab zu Gesicht bekommen wird? Warum kann er so manches Mal in der Bibel Sachen sagen und so fest behaupten, nur weil er sie glaubt? Was ist mit Elia los? Was ist sein Geheimnis? Immerhin war er Staatsfeind Nummer 1. Die Königin hat Propheten umbringen lassen, die sie gefunden hat. Bedienstete hatten den Auftrag, ihn zu töten. Elia sollte aus dem Weg geräumt werden. Später wird das noch heftiger. Aber das war nicht ungefährlich, Ahab begegnen zu wollen. Sich überhaupt frei im Land herum aufzuhalten. Das war gefährlich für Elia. Wie kann er das behaupten und bei Gott schwören, dass es so kommt? Er wird allen möglichen Leuten, auch Gegnern, begegnen auf seinem Weg. Und es ist die gleiche Lektion, wie wir sie schon mal gehört haben über seinem Leben. Er fragt sich nämlich wieder, was sagte Gott am Anfang? Nicht zu dieser Situation, wo ich jetzt drinne stecke. Dazu neigen wir ja manchmal, dass wir
einen geistlichen Fokus verlieren, dass wir uns im Jetzt bewegen und hören und sehen, hier stimmt was nicht. Gott, ich brauche jetzt dein Reden. Und Elia, der hat eine ganz andere Dimension. Bei Elia werden wir in 5 Themenbereichen merken, es ist immer das Gleiche. In Erinnerung rufen, glauben, erleben. Das ist das Prinzip Elias. In Erinnerung rufen, glauben, erleben. Und wir heute werden wahrscheinlich, wenn wir das jetzt so hören, denken, okay, das ist die Vergangenheit, da hat Gott mal was gesagt, jetzt glaube ich und da verorte ich die Erlösung des, die Erfüllung des Ganzen, da werde ich es erleben. Und bei Elia sehen wir immer wieder, er bringt diese Sachen zusammen. Bei ihm kannst du das random tauschen. Bei ihm ist das Erinnern, weil er das in seinem Herzen bewahrt, das Glauben und das Erleben, alles in einem. Er tut so, als wäre es schon gekommen. Und das sehen wir ja auch im Neuen Testament, bekommt das ja seinen Widerhall. Und da, wo ich diese 3 Module zusammenbringe, merke ich, das ist geistliches Leben. Das ist eigentlich nichts Neues. Das weiß jedes Kind im Kindergottesdienst. Die Gabe des Vergessens, die bekommst du erst später gereicht. Da kannst du die Uhr nachstellen. Keine Sorge, das kommt von ganz allein. Da erinnert uns auch Jesus daran, wenn ihr nicht glaubt, wie die Kinder. Wir müssen uns erinnern. Vertraue Gott. Eine erste Sache, die wir heute mitnehmen wollen, in Erinnerung rufen, glauben, erleben. Und nun schauen wir mal, was Gott sagte am Anfang der Geschichte, was Elia sich in Erinnerung riefen ließ. Es ist mal wieder Vers 1, wie so oft bei Elia. Geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Ende der Durchsage. Es ist toll, eine Dienstanweisung und Verheißung in einem. Gott braucht nicht viele Worte. Knapper und besser geht's nicht. Und Elia konnte dieses Versprechen also seinem Kollegen Obadja guten Gewissens machen. Gott hat es vor ein paar Tagen gesagt. 2 Propheten, Obadja und Elia, und die Lebensläufe könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich erinnere, letzte Woche, als Pitt gepredigt hatte, da hat er gesprochen über die Zeit, als er gläubig wurde. Vielleicht erinnert ihr, und da sprach er auch darüber, dass wenn Gott redet, benutzt er nicht viele Worte. Das ist ja wie hier. Ich habe da auch diese Erfahrung machen dürfen. Und wenn Gott redet, braucht er nicht viele Worte. Wisst ihr, wenn wir untereinander komplexe Dinge besprechen, wir als Menschen oder auch als Gemeinde oder als Freunde, wo auch immer du bist, dann braucht es manchmal viele Worte. Und wenn man sich nicht kennt, noch ein paar mehr. Man möchte Irritationen ausräumen, man möchte Dinge erörtern, vielleicht hat man ein gemeinsames Ziel und es braucht manchmal viele Worte. Aber Gott braucht keine vielen Worte, weil er sie spielerisch mit Allmacht verziert. Gott hat ganz andere Möglichkeiten beim Reden. Eine Begegnung mit ihm ist einfach herrlich. Sie offenbart Kraft. Und nicht, weil er uns seine heroische Überlegenheit vor Augen malen müsste, nein, sondern weil es alternativlos gut ist, was er zu sagen hat. Klare, unverhandelbare Liebe und Treue in seiner Gegenwart. Du fest Mut, du fest klare Ansagen. Nicht mehr, als man fassen kann, aber auch nicht weniger als perfekt. Ich glaube nach wie vor, die Kernkompetenz von Gemeinde heutzutage ist die Präsenz Gottes. Alles andere können alle anderen besser. Kernkompetenz von Gemeinde muss Anwesenheit Jesu sein. Vielleicht hast du das auch mal probiert, dass du sagst, für die nächste Gottesbegegnung stapelst du mal deine Fragen an Gott auf und die fragst du ihn dann alle. Hast du schon mal gedacht? Ich sehe einige nicken. Ich kenne das, wenn ich Anfragen über Anfragen habe, ans Leben, ans Gott, viele Dinge, die ich nicht verstehe, bis heute. Ich habe das Gefühl, dass diese Fragen mehr werden. Und vielleicht hast du das auch mal probiert. Und wisst ihr was? Sie waren alle nicht mehr da, als Gott da war. Nicht, weil er sie beantwortet hätte. Viele Fragezeichen sind geblieben, aber sie waren völlig unwichtig, als er da war. Wenn Gott da ist, es ist viel besser. Du
kannst dir vieles vornehmen, was du Gott auch später im Himmel einmal fragen wirst. Ich glaube, ich bin gespannt, wie es uns ergehen wird. Wenn er da ist, dann bist du satt, erfüllt und sprachlos. Sorglos, habe ich noch vergessen. Seine Gegenwart ist unbeschreiblich und deswegen darf ein Christ sich auf die Ewigkeit so freuen. Ich kann gut nachvollziehen, warum es in der Bibel heißt, wir werden sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen. Die Spannung, die wir hier immer wieder erleben in unserem Alltag, ist, dass wir dieses Erleben Gottes nicht konservieren können. Es ist leider nicht möglich, nicht hier. Wie sehr wünschte ich mir das, dass man das mal könnte und irgendwo rauslässt und zeigt, was Gott kann. Ich erinnere zahllose Chorwochenenden, Jugendtage, wo Gott am Wirken war und auch zupackte, wo er wirklich da war. Und Menschen, die Gott teilweise nicht kannten, sind mit Gott in Kontakt gekommen und haben Erfahrungen mit seiner Gegenwart gemacht, fühlten seine Liebe und fühlten sein Angebot. Aber der nächste Montag kam bestimmt. Hast du auch schon erlebt, bin ich mir ganz sicher. Diese Konferenz, die dich so angezündet hat, dieses Lied, was so viel mit dir gemacht hat, oder dieses eine Gebet oder dieser Segen von Schwester oder Bruder sowieso, zündete dich besonders an. Und das, was so einst erfüllte, zerrinnt zwischen den Fingern wie Sand. Manchmal brauchst du keine Woche, da bist du wieder leer gefahren. Und das, was du erlebt hast, ließ sich leider nicht konservieren oder mitnehmen. Aber Jesus Christus im Neuen Testament zeigt uns einen besseren Weg, als es abzufüllen und zu konservieren. Wir lesen in Johannes 4, Vers 13, Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird zu ihm in einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Treffender kann man nicht beschreiben, was jeder Christ, jede Christin in sich wissen darf. Eine Quelle, die nie versiegt, Durst stillt und in der Ewigkeit mündet. Du musst nichts konservieren. Eine Quelle wird von Jesus Christus eingerichtet. Er selbst bietet es an und richtet diese Quelle ein. Er, der dir ewiges Leben schenken möchte. Das sagt dieser Vers. Elia wurde versorgt. Obadja wurde versorgt und seine Propheten wurden versorgt. Und das inmitten von Krise und diesen heftigen Umständen. Das Umfeld, der König, das ganze Land hatten Durst und Panik. Und Gottes Kinder wurden versorgt. Gottes Kinder werden versorgt. Ich möchte mit uns beten. Du guter und treuer Gott, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Danken dir für Geschichten, die du uns vor Augen malst. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch dein Vermögen schenkst, mit deinen Möglichkeiten zu denken. Ich möchte dich bitten, dass wir das nah beieinander kriegen, sich daran zu erinnern, was du gesagt hast, wo du Mut gemacht hast, dass das Teil unserer Quelle wird, dein Wort. Danke für deine Treue, Herr Jesus. Ich möchte dir auch danken für alle Etappen, die wir mit diesen Bordmitteln, die du uns geschenkt hast, schon überwunden haben. Wir wollen dankbar zurückschauen, wollen dir danken, was du bereits getan hast. Und wir wollen auch nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. Und das wollen wir trotzdem auch nutzen, um nach vorne zu schauen. In die kommende Woche, in unseren nächsten Montag, in unseren Alltag. Jesus, danke für dein Beispiel, für dein Mutmachen.